So, wir sind wohlbehalten angekommen und jetzt mache ich mich mal dran, das Gebiet hier aufzudecken. Auch wenn ich denke, dass es jetzt kein wirkliches Problem mehr darstellen dürfte. Also jedenfalls diese Dreier- und Vierer-Trupps nicht. Von den besonderen Banditen. Und Ninja-Bären schon gar nicht. Na komm her. So. Theoretisch könnten wir vielleicht auch direkt ins Hauptlager gehen, weil wir haben ja von Elminster die ungefähr Richtung bekommen. Ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja schon mal einen Anführer der Banditen gefunden und haben ihn aber umgebracht, anstatt mit ihm mitzugehen, was wir auch hätten machen können. Und vielleicht dadurch, dass wir ihn umgebracht haben, wurde der normale Weg versperrt. Und nur durch Elminster wissen sie jetzt wirklich, wo wir hingehen müssen. Aber gut. Erforschen wir erstmal das Gebiet hier noch ein bisschen weiter. Und wenn wir hier dann nichts finden, versuchen wir einfach nach Norden die Karte zu verlassen, um dann direkt dahin zu gehen. So, bisher haben wir aber noch keine Banditen gefunden. Letztes Mal waren die ja wirklich bei jedem Schritt. Oh, schwarze Bären. Sind die jetzt irgendwie schlimmer? Guck mal. Nö, nicht wirklich. Dafür sind es mehr. Na, nicht übermütig werden. Der Ranger hier kriegt gut einen auf den Deckel. Aber so ein Bär ist ja bisher langsam. Boah, komm. So. Und schön heilen. Wir sollten echt nicht zu übermütig werden. Wir sind zwar besser ausgerüstet, aber trotzdem können wir noch relativ schnell sterben. So, noch ein Heilzauber. Hast du noch was? Nö. Also wir rasten jetzt gleich am besten nochmal kurz. Und dann mache ich mich hier ran, das alles aufzudecken. Oh, okay. Wir wurden schon wieder von Banditen angesprochen und während wir mitten im Kampf sind, stürmt einer von denen auf uns zu und redet uns an. Okay. Ihr selbst kommt wählen, könnt wählen, was zuerst den auf Boden, was zuerst zu Boden fällt. Eure Schwerter oder eure Köpfe. Diese Entscheidung wird entweder die klügste eures Lebens sein oder die letzte. Ja, bleibt uns nicht wirklich Wahl. Ihr werdet uns nicht lebend bekommen. Wie ihr wollt, ihr Narren. Von heute an sind eure Kinder Waisen. Soweit wir wissen, haben wir keine Kinder. Aber gut. Erstmal machen wir die ganzen Kleinen kaputt. Besser gesagt, die Kämpfer gehen auf ihn und die Fernkämpfer gehen auf die Räuber. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Oh, da ist noch einer. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Okay, kommt man schon näher ran. Oh, Minsk. Vorsichtig. Ihr beiden könnt schon mal auf den da. Ja. Kein Problem, das Ganze. Das magische Schwert macht echt Kälteschaden. So. Auch wenn es nicht bei der Beschreibung drauf stand. Ein Haarzopf. Und schauen wir mal, was dieser Anführer dabei hatte. Hoffentlich eine Notiz. Nee, aber was Magisches. Döner hier. Was ist das? Ein Kriegshammer plus 1. Der macht nur 1 wie 4 Schaden. Ist ja nicht sehr berauschend. Kann auch keiner von uns benutzen. Nee. Na gut, dann behält ihn Minsk erstmal. Und sammeln wir den Rest ein. Das heißt, wir haben jetzt in dem anderen Gebiet einen Anführer getötet und hier auch.
Und bei keinem von beiden war irgendeine Notiz, wo wir Informationen herbekommen könnten, wo wir hin müssen. Das ist schon ärgerlich. Und das Gebiet hier ist eigentlich auch aufgedeckt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach Norden und hoffen das Beste. Also, wir heilen uns und gehen dann nach Norden. So. Johira. Ach, kommst du hier an Imulins Po vorbei? So. Dann schauen wir doch mal. Vorher nochmal abspeichern. LP29. So. Und ja, wir können echt direkt ins Räuberlager. Oh, schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Das Diebeslager müsste ja nicht allzu schwer. Oh, die Bären lassen wir mal in Ruhe. Das Diebeslager dürfte ja nicht allzu schwer zu finden sein. Denn bei so vielen Banditen, die wir schon getroffen haben, muss es ja ziemlich groß sein. Und es kommen Erzlieferungen hierher und Waffenlieferungen. Ja, schauen wir doch mal. Alle schön zusammenbleiben. Oh, was ist denn das? Hauptgoblins. Und eine Ruine. Oh, vergiftet ist nicht gut. Dünner hier macht aber was. Entgiften. Und Shahira, du kannst ihn mal heilen. So. Ja, schon praktisch. Schauen wir uns doch mal die Ruine an. Aber nö. Scheint echt nur eine Ruine zu sein und kein Lager. Alles auch schon ausgeplündert und seit Jahren überwachsen, wie es scheint. Was ist hiermit? Ah, da geht's weiter. Und mehr Goblins. Fallen ja echt schnell. So, kurz noch durchsuchen. Dann gucken wir doch mal. Ne, ist alles leer. Na gut, wir sind nicht hier um die Ecke. Architektur zu bewundern, sondern Banditen zu finden. Das heißt, wir schauen uns mal weiter um. Okay. Das sieht doch wie ein Banditenlager aus. Gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Jetzt sollten wir ganz vorsichtig sein, weil das werden nicht nur 1, 2 oder so sein, sondern eher 1, 2 Dutzend. Wir wissen nicht, wie viele davon gut ausgerüstet sind. Und dieser Oger müsste auch noch hier sein, der Tatzok, der Anführer von dem Ganzen. So, ja, hier schaut gut aus. Positionieren wir uns mal da und dann darf Jahira uns segnen. Dann komm rein. Ich höre auch irgendwas im Hintergrund grunzen. Du machst nochmal Schutz vor Bösen. So. Banditen. Na also. So, Dünner hier. Ne, wir sparen uns die Magie lieber auf. Die Fernkämpfer versuchen den anzugreifen. Ja. Da ist noch ein Hauptgoblin. Aber schön, dass wir den ganzen kleinen Kram vorher erledigen können. So, wo ist der Rest? Da ist der Rest. Krieger bleiben erstmal hier.
Ihr drei bleibt erstmal hier. Und ihr drei greift ihn an. Ja. So. Na komm. Ja, schön, schön. Alle zusammenbleiben. Da kommt schon der nächste. Da. Ah, die Segnung ist schon wieder weg. Das lohnt echt gar nicht. Aber er kann schon mal dem nächsten Schutz vor Bösem geben. Kale, der stirbt oft genug. So. Obwohl, das Plündern können wir eigentlich machen, wenn das Ganze hier geleert ist. So. So weit, so gut. Speichern und gucken wir mal weiter rein in das Lager. Immer schön Schritt für Schritt. Nee, hier unten ist nichts. Kann man in die Zelte rein? Nee, aber ich höre wieder was. Da. Sein Schutz vor Bösem weg. Hält auch nicht sonderlich lange. So, gleiches Spiel wie eben. Fernkämpfer rauf da. Nahkämpfer schützen die drei nur. Hobgoblin kreischt da. Oh, und in die Zelte kann man hier doch rein. Überfallen wir die doch mal schnell. Wenn wir Glück haben, schlafen noch ein paar von denen. Ich mag euch nicht. Ganz und gar nicht. Aber euer Aussehen gefällt mir auch nicht. Aber immer noch besser als ein ganz zermatschtes Gesicht, oder? Ja, nee. Was ihr mögt oder nicht, ist kaum meine Sorge. Ich möchte nur etwas über diesen Ort erfahren. Nee, das würden wir nicht sagen. Weil es sind alles Banditen. Und unsere Aufgabe ist es, die hier auszulöschen. Also nicht auszulöschen, aber halt die Gegend sicher zu machen, indem die Banditen kein Problem mehr sind. Also zermatscht das Gesicht. Soll das eine Drohung sein? Nee, das passt nicht. Senkt eure Stimme, sonst ist meine nächste Bewegung keine Drohung mehr. Ich möchte wissen, wie hier alles aussieht. Und ich will es jetzt wissen. Ja, vielleicht wären ein paar Informationen über das Lager doch nicht so schlecht. Schluck. Hey, das ist ja ein Räuberlager. Zelte, Zelte und noch mehr Zelte. Die haben auch so gar keinen Sinn für Stadtplanung. Welches ist Tatzoks Zelt? Das große im nordöstlichen Teil des Lagers. Was ist dort drin? Wachen oder Fallen? Nur der Gefangene. Und was für ein Gefangener? Und seine Wächter. Keine Fallen. Ehrlich. Naja, so ehrlich wie ein Bandit halt sein kann, ne? Im Moment schauen wir nach Fallen, währenddessen gucken wir, was wir hier holen können. Denn die Banditen scheinen noch nicht wirklich mitbekommen zu haben, dass wir in deren Lager sind. So. Oh, eine Kiste. Noch eine Kiste. Aber gut, das war's denn schon. Also das Zelt im Nordosten. Von dem sollten wir uns erstmal fernhalten. Wir bringen jetzt einfach Schritt für Schritt alle Banditen um. Und dann kümmern wir uns um den Großen.